Ey Leute, ich esse gerade System auf. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, ihr habt schon gesehen, ich werde gerade aufgegessen. Ja, ganz wilde Geschichte. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich wenigstens noch zu einem halben Stück hier für die Videos bereit bin. Da mampft er mich einfach weg, der Junge. Ich glaub's nicht. Ey Leute, ich esse gerade System auf. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte mal ein neues Format etablieren. Und zwar erstellt mal ein TikTok mit Hashtag System Plus. Ihr müsst ein Ad und mich markieren. Und vielleicht mache ich ein YouTube-Video mit den ganzen Videos, wo ihr mich markiert habt und ich reagiere einfach drauf. Ihr könnt irgendwas machen. Keine Ahnung. Ihr könnt auf Toilette gehen und eine Zahnbürste in die Toilette schmeißen. Mir ist egal, was ihr macht. Wir gucken uns fast alles an. Aber in dem heutigen Video gehen wir wieder in eine Runde Solo rein, Leute. Und wir machen es auch diesmal ein bisschen anders. Und zwar machen wir es so, dass die Person, die mich killt, die Möglichkeit hat, nur 5000 V-Bucks zu gewinnen. Aber dafür muss die Person wirklich nur den epischen Sieg holen und gar nicht mal irgendwelche Kills machen. Dafür gibt es dann natürlich auch ein bisschen weniger V-Bucks, aber ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir in diesem Video wirklich eine Person finden. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich freue mich natürlich über ein kostenloses Abo und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die erste Runde Solo rein. Go, Junge! Ey, Leute, ich esse gerade System auf. So, Leute, wir sind auf jeden Fall in der ersten Runde drin. Oha, alter Ruby, Digga. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ich hab's doch verstanden, Junge. Bleib ruhig, Junge, bleib ruhig. Ruhig bleiben, ich tu dir doch nicht. Okay, Leute, aber in der ersten Runde, ihr wisst, wie es läuft. In der ersten Runde spiele ich ganz normal Fortnite und ich lasse mich jetzt hier nicht direkt am Anfang killen. Ich bin gespannt, wie das in der Runde jetzt auch laufen wird, ob ich direkt am Anfang sterben werde oder ob es so ausgehen wird, dass ich direkt wirklich einen schmackhaften, epischen Sieg hole in der ersten Runde. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, wie die Runde jetzt hier läuft. Ich habe tatsächlich heute noch gar nicht Fortnite gespielt. Ich bin komplett uneingespielt. Ich habe auch gestern kein Fortnite tatsächlich gespielt. Aber ich sag euch ehrlich, vorgestern, wo ich auch einen Tag Fortnite-Pause hatte, den Tag darauf habe ich absolut besser Fortnite gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich habe so gespielt, als wenn ich FNCS spiele. Ich war einfach der beste Spieler auf einmal. Keine Ahnung. Aber Kollegen von mir haben auch schon gesagt, wenn die mal Fortnite eine Zeit lang Pause machen, dass die dann auf einmal komischerweise besser Fortnite spielen. Woran das liegt? Keine Ahnung. Kann ich leider nichts zu sagen. Okay, wir haben hier schon mal eine Pump, Junge. Wir haben hier noch ein bisschen Munition. Okay. Brauchen aber mal ein paar Meds. Und wir brauchen noch eine Chesty und ein bisschen Blue Life. Ganz wichtige Geschichte hole ich mir hier vorne. Und da kriegen wir auch Blue Life, Digga. So muss sein, Junge. So muss sein. So muss sein. Schnell den Biggie reinpfeifen. Jetzt wäre noch eine MP und eine AR wichtig. Aber ich möchte jetzt nicht mein Blue Life riskieren. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Farmen erstmal ein paar Meds. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr laggy ist, Leute. Weil wenn ich hier Gegenstände abbaue, das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis die Sachen kaputt gehen. Ganz cringe Geschichte. Ja, ich glaube, das wird richtig, also ich werde richtig schlecht spielen, ne? Ich werde direkt die erste Runde, ich werde jetzt beim ersten Fight direkt verlieren, merke ich schon. Weil, Bro, ich sag dir ehrlich, es ist richtig schlecht, was die Performance gerade angeht. Das ist wirklich absolut time-versetzt irgendwie. Ich check nicht, warum, aber es ist so. So, und ich gehe jetzt erstmal System aufessen und ein paar Metz hier farmen. Ey, Leute, ich esse gerade System auf. In Sleepy sind schon welche am Fighten, aber wie gesagt, hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Ich weiß zwar nicht wo, aber hier ist auf jeden Fall irgendwo einer gelandet. Da ist schon die Tür offen, wie man sieht. Aber der wird... Obwohl, nee, kann doch schon sein, dass er rausgegangen ist. Egal, wir haben Minis, Biggies, dies, das. Okay, Biggies haben wir jetzt nicht. Die Waffe nehmen wir einfach mal mit. Damit können wir ein bisschen Rambazamba machen, Junge. Schießen wir erstmal in die Richtung auf Lecker. Und ich gehe einmal kurz hier abchecken, weil hier hat auf jeden Fall schon jemand geschossen. Hab dich, Junge. Senpai Shadow also. Okay. Haben wir auf jeden Fall Baba Stuff am Start, würde ich sagen. Digga, wie viele sind in Sleepy Sounds? Da sind noch ein paar Stück. Einfach der Beste kurz geworden. Kurz FNCS gemacht. Ich habe ja gesagt, ich spiele momentan gut. Keine Ahnung warum. Ich spiele einfach momentan richtig gut, Digga. Richtig Fokus, Junge. Richtig Fokus. Beste wäre natürlich, wenn wir jetzt hier nochmal ein Biggie oder sowas finden. Oder ein paar Splashies, die jetzt hier raufkommen werden. Ja, das geht auch fit. Da beschwere ich mich auch nicht. Nehmen wir mal trotzdem hier den Fischkopf nochmal mit auf Lecker. Und hier vorne müsste noch so eine Chest sein. Die nehmen wir auch nochmal mit, Junge. Kriegen wir nochmal zwei Fische raus. Noch leckerer. Jetzt haben wir wirklich guten Heal-Stuff. Und wir bräuchten noch ein paar Materials, ne? Davon haben wir jetzt auch nicht so viel, Digga. Ist auch eine wichtige Geschichte. Aber ich würde sagen, jetzt
sind wir erstmal gut gewappnet für den nächsten Fight, Leute. Und die Zone, ja, die macht jetzt nicht so krass Auge. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Hier hat auf jeden Fall schon irgendwo jemand gelootet. Ja, am besten, also wir brauchen trotzdem noch, wir brauchen auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen Blue Life. Weil, Bro, wir können jetzt wirklich hier mit 170 leben. Das wird ein sehr kritischer Hase tatsächlich. Und da vorne in Chronic Crossroad sind auf jeden Fall welche. Boah, die machen direkt Bildfight, ne? Digga, die gehen direkt rein, Junge. Da müssten wir eigentlich auch direkt reingehen. Vielleicht einen Kill sneaken, so. Ihr wisst, was ich meine. Aber unsere oberste Priorität ist sowieso jetzt erstmal in die Zone zu kommen. Wenn wir hier das mitnehmen, Junge. Das mitnehmen. Und dann gehen wir da direkt rein, Leute. Ich glaube, der hat den nämlich bekommen. Vielleicht ist das ja derjenige, der mich killen wird. Boah, okay. Ich nehme mal kurz die Bandage Gun. Machen wir mal kurz full. Ich weiß, ich kam jetzt richtig überrascht. Der ist jetzt bestimmt richtig verärgert, weil ich den richtig ekelhaft weggesneakt habe. Der hat nämlich gerade eben gefightet. Und dann bin ich reingegangen, Leute. Das war richtig kacken dreist von mir. Aber ich sag dir ehrlich, Bruder, so ist halt eben Fortnite, ne? So ist halt eben Fortnite, Leute. Okay, okay. Oh mein Gott, Bro! Nikolai, was machst du mir so Druck, Digga? Er kommt mit der Pump und drückt mir direkt den dicksten Hit. Holy shit. Okay, da haben wir den nächsten Kill gemacht. Wir brauchen trotzdem jetzt mal ein bisschen Blue Life. Schnelle Junge full machen, dies, das, Ananas, wichtige Geschichte. Weiß auch nicht warum, aber ich spiele heute wirklich sehr, sehr gut, ne? Müssen wir mal offen und ehrlich gestehen, so. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, spiele ich wirklich gerade sehr, sehr gut. So, weiter geht die Fahrt, würde ich sagen. Ich glaube, das war sogar die gerade vom Anfang, die wir jetzt gekillt haben, ne? War das nicht gerade die vom Anfang, Digga? Ich meine schon. Okay, okay, okay. Guck nochmal hier vorne. Ne, hier ist keiner. Hier drinnen vielleicht irgendwo einer. Ne, auch nicht, ne? Ne, Digga, hier ist auch keiner, Junge. Alle auf einmal verschwunden. Keine Gegner mehr in Sicht. Wir haben schon 4 Kills, Leute. Also ich gehe davon aus, den nächsten, den wir fighten werden, der wird uns auf jeden Fall holen. Hundertprozentig sicher. Ich versuche die da hinten mal abzufangen. Ich gehe mal in die Richtung, weil die müssen jetzt in die Zone kommen, beide. Und vielleicht kriegen wir die beiden Kills ja auch noch. Oder die werden mich holen. Wir gucken mal. Boah, einen haben wir. Gaggi, Digga. Weg damit. Also wir haben auf jeden Fall richtig Glück, dass die Zone ekelhaft Auge macht, weil der wird jetzt auf jeden Fall in die Zone kommen. Und dann werden wir ihn richtig schön abfangen. Ey, Leute, ich esse gerade System auf. Genau so, Junge. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin, Junge. Komm mal hier hin. Komm hier hin. Ich hab dich. Komm hier hin. Komm. Oh mein Gott, Bro. Den habe ich so die Ehre genommen, Junge. Bruder, was mache ich hier? Ich räume alles auf, Bro. Holy Macaroni. Wir spielen aber auch wirklich babamäßig momentan. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich weiß, ich gucke immer wie so ein Auto, wenn ich hier Fortnite spiele. Aber das gehört halt einfach zu mir, Leute. Ich gucke halt eben wie so ein komplett dumm. Das bin halt einfach ich, ne? Weil ich sehe des Öfteren in den Kommentaren immer, ey, guck mal, Junge, warum guckst du so blöd und sowas? Ja, Bro, ich gucke halt einfach wie so ein Affe, wenn ich Fortnite spiele und konzentriert bin. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Jeder guckt irgendwie anders, glaube ich, wenn man Fortnite spielt. Und wenn man gerade am Fighten ist, dann guckt man halt wie so ein kleiner Ochse, Junge. Das ist einfach so. Nicht nur bei mir, bin ich mir sicher. So, auf jeden Fall schon 6 Kills, Leute. Ey, wenn ich jetzt hier noch den epischen Sieg hole, dann bin ich einfach bester Spieler EU-West. Brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir einfach nicht drüber reden. Ja, und ich habe mich jetzt hier auf Nahkampf angewappnet, ne? Mit schönen Pump, MP, Bandage Gun und 4 Minis, Leute. Wichtige Geschichte. Nee, ein 2 gegen 2 will ich mir jetzt gerade hier nicht geben, tatsächlich. Adel, GG, Bruder. Hast dein Bestes gegeben, Junge. Ich sag dir ehrlich, 7 Kills, Leute. Es ist zu krank, es ist zu krank. Was passiert hier bitte? Wir gehen rein. Hab den, Junge. Oh mein Gott, Digga. Was mache ich hier, Bro? Ich habe jetzt schon 8 Kills. Was mache ich hier, Bro? Was mache ich in dieser Runde? Holy shit. Gerade kurz zum besten Spieler mutiert irgendwie. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich sag ja, wenn du mal einen Tag Fortnite Pause hast, du bist auf einmal der beste Spieler EU West. Frag mich nicht, woran das liegt, aber irgendwie ist es halt wirklich so, ne? Die Edits sind babamäßig. Guck mal, wie das alles hier flüssig läuft.
Es ist krank. Es leben nur noch zwei Spieler. Wenn ich jetzt hier mit einem epischen Sieg noch rausgehe, ne, dann ist wirklich... Also Leute, ihr müsst schon für die Runde und für die Kills, die ich jetzt hier schon gemacht habe, also wer da schon nicht geliked hat, der ist einfach nur schlecht. Ehrlich. Okay, da sind auf jeden Fall die zwei Stück. Die sind da hinten. Alle beide. Alle beide sind hier hinten. Gehen wir mal gucken, Leute, auf jeden Fall. Mit bisschen Aimbot, dies, das. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Oh, der wird so sterben, Digga. Der wird so sterben, Digga. Holy shit, ich muss mir den holen. Oh, der ist gestorben. Wegen dem Laser. Sehr gut. Lecker, Bruder. Muss ich mir geben. Let's go, Bro! Let's go! Let's go, Junge! Let's go! Bam! Guck mal, wie der gepusht hat am Ende. Wie der mir nicht gönnen wollte, Digga. Und ich habe so krass gut gespielt. Ich weiß nicht, was los ist. Holy shit, Mann. Bro, ich bin hier im Endeffekt mit 10 Kills rausgegangen, weil der Vorletzte uns gesteelt worden ist. Die Runde war geisteskrank, Leute. Auf jeden Fall gehen wir noch eine Runde rein in Fortnite, Leute. Heute kann mich einfach keiner killen. Ich bin einfach momentan bester Spieler. Ist einfach so. Abflug. Ey, Leute, ich esse gerade System auf. So, Leute, wir sind in der zweiten Runde drinne. Wir haben die erste Runde so aufgeräumt. Einfach kurz der beste Spieler geworden. Ich habe euch mal kurz gezeigt, wie man Soft-Aim aktiviert, ne? Sind wir jetzt mal ganz ehrlich hier. Und in der Runde lasse ich mich auf jeden Fall killen, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal auf ganz spontan nach Tilted Towers, würde ich sagen. Und wie gesagt, ne? Ganz simple Geschichte. Man muss einfach nur den epischen Sieg holen. Man muss nicht 5 Kills machen oder sonstiges und dann den epischen. Man muss einfach nur den epischen Sieg machen und dann hat man gewonnen. Aber ich würde auch sagen, wir begrenzen das Ganze. Und zwar, wenn nur noch 20 Spieler leben, muss die Person, die ich dann zugucke, auch wirklich den epischen Sieg holen, weil irgendwer wird sowieso den epischen Sieg holen und irgendwer würde dann sowieso dementsprechend die 5000 V-Bucks gewinnen. Und wenn es dann am Ende eine 1 gegen 1 Situation ist, das ist eigentlich ganz klar, Leute. Deswegen, also es muss schon eine Person sein, wo wirklich noch 20 Spieler leben. Dieser Person gucken wir dann zu und die hat dann halt eben die Möglichkeit hier, sich die V-Bucks zu holen. Deswegen, ich lasse mich jetzt hier direkt killen, sonst räume ich wieder die ganze Lobby mit 10-0 auf, sage ich dir ehrlich. Müssen aber erstmal jemanden finden, der uns killt. Da vorne sind auf jeden Fall welche am Schießen. Der sieht mich nicht. Ist der blöd? Was ein 31er, ne? Bruder, was spielt der denn bitte für eine Kombo? Yo, was ist das denn für eine Kombination, Junge? Bruder, das passt halt überhaupt gar nicht, ne? Also, Skin-Kombination, wenn wir Skin-Contest machen würden, der würde direkt verlieren. Der wäre direkt raus. Passt gar nicht. Hat jetzt hier die Chance, ne? Ui, hör mal. Bände. Hast sie einen von Face geholt? Ey, alles klar. Oh, oh, oh. Aura, Digga. Boah, Digga, jetzt holt er sich den auch noch. Oha. Holt er sich den hier jetzt auch noch, oder was? Laber? Nee, guck mal, der Bruder, der... Bruder, der ist wirklich schwer, Digga. Schwer. Oha. Okay. Auf 31er mäßig. Bruder. Das war's mit ihm. Wir haben noch 29 Spieler. Hybrid-Ralf, Junge. Da kommt der. Maschine. Guck ihn hier an, wie er aussieht. Maschine. Bin ich mal gespannt. Er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, hier das Ding hier zu klären. Muss halt nur den epischen Sieg holen. Sie leben noch 28 Spieler. Wenn bei 21 Spieler der noch sterben sollte, dann hat die nächste Person auf jeden Fall auch noch die Chance und muss wirklich nur den epischen Sieg holen, um 5000 V-Bucks zu gewinnen. Ganz simple Geschichte. Also mir macht das Format auch übertrieben Bock. Ich sag dir ehrlich, ne? Weil ich immer voll aufgeregt bin, ob die Person es jetzt schafft oder nicht. Jedes Mal, Digga. Und ich bin mal gespannt, weil die Person sieht eigentlich gut aus. Man geht davon aus, der Typ, der wird das jetzt ganz entspannt klären. Aber letzten Endes, man weiß nicht, Digga. Vielleicht kommt ja noch ein besserer Spieler.
Das war's. Anonym. Okay, eigentlich würde das jetzt nicht mehr zählen, weil das war über, also unter 20 Spielern. Aber ich würde sagen, komm, kleine Ausnahme. Er hat jetzt auch nochmal die Möglichkeit. Wenn er jetzt aber sterben sollte, dann ist das Ding vorbei, Leute. Dann kann hier keiner die 5000 V-Bucks gewinnen. Ende aus Mickey Mouse. Also der Typ muss jetzt den epischen Sieg holen. Egal wie viele Kills der macht. Er muss nur den epischen Sieg holen. Oh, Laser von Seite. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der baut. Weil der hat den Gegner richtig gut gegeben, Digga. Boah, der spielt gut. Der spielt richtig gut, Bro. Boah, der macht das auch richtig schlau, ne? Obwohl, nee, der macht das nicht richtig schlau. Weil der macht die, der macht Boden von oben auf. Also Dach macht der auf. Und da macht er unten eine Treppe rein. Der sollte lieber eine Cone reinmachen. Weil eine Cone viel besser ist. Da kannst du nämlich direkt von oben runterkommen. Und dann schön mit der Dings Cone rein. Und dann einen dicken Hit geben. Boah, den hat der auch noch bekommen, Digga. Metallwände hat der auch noch 15 Stück. Jetzt braucht er aber unbedingt Mettnebel. Ganz wichtige Geschichte. Oder jetzt macht er richtig Stress mit der Säge, ne? Boah, sind das 31er, Digga. Was hat er denn für ein Erntewerkzeug? Habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal, was der für 31er-Moves macht, ne? Der probiert hier jetzt die Metallwände mit den Sägen aufzumachen. Gib ihm. Gib ihm, bitte. Ich würde so ausrasten. Bro, gegen ein... Jetzt tanzt der auch noch, Digga. Weil der mit dieser beschissenen Sägemaschine nur gespielt hat. Und den der jetzt gerade geholt hat, der war eigentlich 10.000 Mal besser wie er hier. Er hat einfach nur Glück gehabt. Ich dachte, er jetzt ist vorbei. Komm. Vorbei. Karma ist am Start. Da kommt der FNCS-Skin, Junge. Und ich würde sagen, beziehungsweise World Cup-Skin. Und ich würde sagen, er hat auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, hier die 5.000 V-Bucks zu gewinnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich das Format nochmal bringen soll, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.